Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Gerade eben vor ein paar Minuten kam ein neues Counter-Strike-Update. 20 Megabyte. Guck mal da. Ich bin mir sehr sicher, dass bei den Volvos einer hockt, der da so richtig Spaß dran hat. Sicherlich irgendeiner, der auch hier auf Twitter den ihre Posts raushaut. Sie trollen einfach so krass rein. Das sind solche Säcke, das kann nicht wahr sein. Im Moment schrauben sie ja wirklich heftigst wieder in der Database rum. Also wir werden wohl mit irgendwas vielleicht sogar größerem rechnen können. Und die Volvis wissen, dass wir wissen, dass irgendwas gemacht wird. Dann kommen sie mit sowas. Das ist, ja. Manchmal sind es echt die größten Vögel. Sie sind im Moment augenscheinlich gut am Werkeln, aber... Ja, was genau und wann? Zwischen jetzt und dem nächsten Major Ende des Jahres im November, Dezember in Shanghai ist eigentlich der perfekte Zeitraum, um irgendwelche besonderen Dinge zu fahren. Vor allem jetzt, weil wenn man damit noch länger wartet und dann das Major langsam wieder näher rückt, dann ist natürlich schwierig, irgendwas komplett Spielveränderndes reinzubringen. Also an der Economy was zu verändern, Maps und pipapo. Die Economy spreche ich an, weil es wohl einen Wunsch von diversen Profis gab, dass man die MP9 nerven soll. Solche Änderungen, aber auch vieles andere ist natürlich, wenn man näher an einen Major kommt, scheiße. Das muss alles jetzt passieren. Oder zumindest in den nächsten, ich sag mal, 3 oder 4 Monaten. Ja, ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz sagen, dass jetzt hier heute Nacht ein Update kam und man jetzt AMD Anti-Lag 2 Support hat. Möglicherweise springen jetzt alle, die AMD-Technik in ihrem PC verbaut haben, in die Luft. Ich kann damit jetzt nicht allzu viel anfangen. Spiele wie ein Champion, spielen um zu gewinnen. Verbessern Sie Ihr E-Sports-Erlebnis mit schnellen Klickreaktionen. Dank integrierter... Aha. Ich gehe wieder ins Bett, haut rein, bye bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.